Wir befinden uns hier in der Ortslage Kerpentürnich. Wir sind 6:50 ungefähr zu einem Gebäudebrand in einem metallverarbeitenden Betrieb alarmiert worden. Wie sich herausstellte, hat es in einer Lüftungsanlage einen Schadenfeuer gegeben. Die ersten vorgehenden Trupps konnten das Feuer relativ zügig löschen, sodass wir jetzt mit Nachlöscharbeiten und Kontrollarbeiten beschäftigt sind. Die Komplikation liegt darin, dass wir in diesem metallverarbeitenden Betrieb in zwei verschiedenen Hallen tätig sein müssen und die Lüftungsanlage beide Hallen quasi versorgt und wir in der Lüftungsanlage vermuten, dass noch Glutnester zum Beispiel in einem Filter drin sein können und diese versuchen wir jetzt zu lokalisieren und dann nachzuschauen und gegebenenfalls abzulöschen. Neben der Hauptwache sind die Löschzüge Kerpen, Tönig, Brücken und Götzenkirchen verortet mit insgesamt 49 Einsatzkräften.